Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Jo, wir sind hier im alten Lager angekommen. Es ist stockfinstere Nacht und haben mit Sketti, dem Arenaleiter, gesprochen. Er würde für uns stimmen, wenn wir schaffen, einen von den drei Herrschaften hier zu besiegen. Jo, Komm schon, ich will vorbei. Entschuldigung, Kirgo. Mit Ihnen alles in Ordnung? Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Na bitte, dann haben wir unser Opfer gefunden. Ich möchte vor dich zum Kampf in der Arena raus. Nein, später. Hallo, Gorhanis. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Gute Nacht. Wer? Du kämpfst in der Arena? Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Sie tragen mit Recht den Namen Sektenspinner. Ja, was für ein Schläfer? Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Aha. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Mit richtiger Telefonnummer? Hoffe ich. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Du kämpfst in der Arena. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Ja, genau. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Und wie komme ich dahin? Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Oh, danke. Du kämpfst in der Arena? Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Schon. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich. Ja, okay, das hatten wir schon. Gute Nacht. Servus. Geh zur Seite. Und du bist Karim. Hey du. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Sehr schön. Den werden wir nicht herausfordern. Ich fordere dich heraus. Ja, genau. Servus. Ciao, ciao. Ja. Eine Schlafstätte wäre auch cool. Für uns. Da hätten wir noch ein Häusle mit einem Schatten drin. Ja, der hat einen Schatten. Was, ich war es nicht. Ich habe nichts gemacht. So, den Knüppel aus dem Sack. Den machen wir jetzt da mal. Und die Fleischschwanz machen wir kaputt. Da hat man echt nur drei Fleischschwanzes gebraucht? Ich weiß das gar nicht mehr. Was ist los? Ich mache nur Fleischschwanzen kaputt. Was hast denn du für schwache Nerven? Ist ja unwahrscheinlich sowas. Da. Verdammt. Och, warum wächst du mich? Hab ich doch gar nicht. Ich hab nur Fleischschwanzen verhauen. Was ist mit dir? Ein Haufen Fliegen sind hier. Was sonst ist hier nix. Geh ja schon. Unglaublich. Ob hier drin jemand wohnt? Ich speichere mal sicherheitshalber. So. Spielstand Nummer 4. So. Schreit schon jemand? Noch nicht, hä?
Die Truhe mache ich mal auf. Okay, jetzt muss ich Schlösser knacken. Ah, verdammt. Gut, dass ich gespeichert habe, alter Schwede. Muss ich nochmal probieren. Tja, da muss man halt mit Steuerung daneben knien. Und muss mit dem Pfeiltasten und mit dem Dietrich versuchen, den richtigen Code herauszufinden. So, haben wir schon. Essenz, heiliger Kraft, Lebensenergiebonus 50, 25 ist er wert. Gebratenes Fleisch und der Spitzhackerl, perfekt. Dann würde ich sagen, wir nutzen das hier gleich mal aus und legen uns mal ein bisschen hin, damit es wieder Tag wird, oder? Würde ich sagen. Ja, möchte am nächsten Morgen schlafen. Das waren jetzt nicht wir, aber das war genau das, was ich gemeint habe. Servus, oh, Fingersenner. Du hast da drinnen nichts verloren. Ich habe mir nur dein Bett ausgeborgt, entschuldige. War jetzt keine böse Absicht, die werden das aber speichern. Das ist sehr gut. Haben wir ihn halt um seine Habseligkeiten erleichtert, macht doch nichts. Da haben wir Menschen. Ein Schatten und ein Mordrak. Hallo, hey du. Herr Mordrak. Hey, Neuer. Ja? Ich bin Mordrak. Servus. Meinen Namen solltest du dir merken. Ja. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Ja. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Du hast ein Problem. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Zeig mir deine Ware. Ja, machen wir mal das zuerst, oder? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Schwefel, Fett, Pokal, Erz. Jagd und Beute. Das magische Erz, Bücher, Jagd und Beute. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Ja. Schön motivierend. Alter Ring, ein alt aussehendes Schmuckstück. Okay. Verwandlung, Blutfliegen. Ja, diese Verwandlungen sind auch wichtig. Heilung. Heilung pro Mana 10. Benötigtes Mana 10. Aha. Feuerregen, der ist auch gut. Feuerball, Pfeile, leichte Armbrust. Mhm. Butlerzucht. Ja, Butlerzucht ist ein tolles Schwertchen. Leichtes Gardeschwert. Holla. Streitkolben. Mehr hat er nicht. Okay. Er hat 90 Brocken. Ich werde mal schauen, was wir hier so anbringen. Ne? Die Becher könnte ich mal hergeben. Fackel werde ich vielleicht mal behalten. Auch das Morret-Fett. Den Brief behalte ich auch. Die Tränke behalte ich. Hier das Essen. Dann hier. Wir können zwei Spitzhacken hergeben. Ah, das kann ich nicht hergeben, den Knüppel aus dem Sack, weil ich den ausgerüstet habe. Dann das rostige Schwert können wir hergeben. Haben wir schon mal 13 Brocken, die wir hier verdienen könnten. Reis. Habe ich noch irgendwie Plunder? Na, dann nehmen wir ihm mal 13 Brocken weg. Zack, zack, zack. 13. Enter. Annehmen. Dankeschön. Ich werde das mal speichern. Das war jetzt kein Verlust. Das war eh zum Verkaufen gedacht. Das passt. So, das speichern wir jetzt mal. Und als nächstes. Hey du. Hallo. Nochmal anquatschen. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Okay, erzähl mir mehr über das neue Lager. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern,
wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Ja. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen will? Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Noch nicht. Bis später. Noch bist du mir vielleicht von Nutzen. Du und deine Waren. Deshalb lasse ich dich noch in Frieden. Wir werden dann zusammen ins neue Lager gehen, weil sowas muss man immer ausnutzen. Dann können wir gleich die Viecher, die auf dem Weg dort sind, alle plätten und kriegen die Erfahrungspunkte, nämlich, weil wir dann im Team sind. Im Team. Nicht in Team, sondern im Team. Ja, verstehst? Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Grüß Gott. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Ja. Das ist eine Urversion eines Österreichers. Wir begrüßen uns ja sehr oft mit Grüß Gott. Grüß Gott, ne? Also, Servus Schläfer, ne? Gott, Schläfer, ne? Egal. Nur wir haben ein bisschen mehr Haare, also manche von uns. Was ist der rechte Weg? Wer ist der Schläfer? Was ist der rechte Weg? Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Ja, er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. Aha. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Mhm. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Ich halt mich da lieber raus. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Aha. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Okay. Wer ist der Schläfer? Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Der letzte Scheiß. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Aha. Erzähl mir mehr von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Ich glaube kaum, dass daran was. Nein, das machen wir später. Hallo, Hallöchen. Scavenger am Spieß. Ja, können wir drehen. Sehr gut. Ohne Feuer wird das aber nichts. So. Na dann. Ein Butler. Dann würde ich sagen. Oh, ja? Ich bin Fisk. Servus. Ich handle mit Waren aller Art. Aha. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Ach so? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Aha. Butlerhose für, ja, Schnäppchen 500 Erz und eine leichte Butlerhose für 250. Ich hab nicht genug Geld. Tut mir leid. Zeig mir deine Ware. Der hat halt haufenweise Erz und...
Kurzschwert. Sie wäre stärker. Ist es stärker als unser altes? Ja, tatsächlich. Aber ich will dafür jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben. Lurkerbiss. Aha, der ist noch besser. Der ist 30 wert. Wundendorn. Aha. Der ist noch stärker. Was Stärkeres hat er nicht. Ich würde da ach, fast doppelt so viel Damage machen, wie mit dem, was wir hier haben. 35. Wie viel Erze habe ich? 36. Ich könnte es mir leisten, das Schwert. Der letzte Scheiß, du sagst es. Ich lasse es noch einen Moment. Servus. Ich lasse das noch einen Moment. Speichern nochmal. So. Okay. Tack. Und dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Die Runde haben wir eh bald fertig. Dann gehen wir nochmal zum Tor zurück. Von dort nach draußen und schauen mal, ob wir die Pilze finden. Hi, Whistler. Hey, du. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Mhm. Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was für einen Gefallen erwartest du? Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Mhm. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Ich halt mich dann noch. Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Ich halte mich da lieber raus. Okay. Hast du mal daran gedacht, dass ich mit dem Erz durchbrennen könnte? Okay. Her mit den 100 Brocken und ich hol das Ding. Ja. Okay. Her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Okay. Was ist, wenn ich... ich krieg das Schwert nicht. Na, das war's ja noch nicht. Noch gehört das Geld nicht zurück. Das wäre nämlich echt cool, dann hätten wir noch ein paar Erfahrungspunkte mehr. Hallo, Herr Fisk. Hey, du. Ich will ein Schwert kaufen, was mit Ornamenten wäre schön. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Ja, die 10 habe ich noch. Ja, ich nehm's. Whistler wollte es für Hunde verkaufen. Boah, vielleicht später. Na, gib her. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Aber halt's für dich. Man muss ja nicht gleich wieder. Na dann, ciao, ciao. Vielleicht kriege ich erst noch 10 Erzbrocken zurück. Von ihm, vielleicht sogar ein bisschen mehr, das wäre ganz toll. Hallo. Hey, du. Ja, Sie wünschen. Ich krieg das Schwert nicht, doch, doch. Ich hab dein Schwert. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Ja. Wie auch immer, eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Ich dachte, das wäre ist ein, mach's gut. Eine gekaufte Stimme für 10 Brocken geht doch, oder? Und ein bisschen Erfahrungspunkte haben wir auch dazu bekommen. Ich finde, das passt. Tja, was haben wir denn hier? Guten Tag. 2 Butler, die hier chillen. Was haben wir da? 2 Butler. Wen haben wir hier? Oh. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Mann, lasst mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Am schlimmsten ist dieser Hersk. Der Penner. Ja, dabei ist er auch nicht mehr der. Also ein Butler wie jeder andere von uns.
Wer, was ist mit diesem Herek? Der Typ rannte vor einigen Tagen durch meine Hütte, genau wie jeder andere Arsch hier. Allerdings meinte Herek, sich mit mir anlegen zu müssen. Aha. Er erzählte mir was davon, wie hart er doch sei und was er gemacht hat, dass er hier drin ist. Ich wäre froh, wenn der Penner mal was aufs Maul kriegen würde. Das heißt, wir müssen uns prügeln. Ich könnte mich um Herek kümmern. Du? Da bin ich ja mal gespannt. Ich sag dir was, wenn du den misskelnden Asch versohlst, kannst du meine Hütte immer als Durchgang nutzen. Gibt's da keine handfestende Belohnung? Meinetwegen kann ich dir auch noch 10 Erz geben. Ja, passt. Klingt schon besser. Dann sieh mal zu, dass du dich um den Typen kümmerst. Icap. Eine neue Quest. Sehr gut. Werden wir gleich speichern. Herek. Der war doch hier drüben irgendwo, glaube ich, oder? Nicht? Doch? Nein? Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Wer bist du? Ich dachte, das wäre schon Cheese. Hallo. Cheesecake. Cheesecake. Der will, glaube ich, nicht. Der letzte der kocht Scheiß. Gerade. Der will mit uns nichts zu tun haben. Oh hey, je. Du. Ja, redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Das wollte ich vermeiden. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das ja, lassen wir das nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür. Aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Ernst. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Ich dachte, das wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Soll das eine Drohung sein? Ich soll Schutzgeld zahlen? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Warum nicht? Wie viel Erz hättest du denn, an wie viel Erz hast du gedacht? Soll das eine Drohung sein? Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Ja, ja. Nee, danke. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ja. Wie du meinst, Kleiner. Ja. Du wirst schon sehen, was du davon hast, dein Freundschaftsangebot abzulehnen. Ja, ja. Da haben wir jetzt eine Quest freigeschaltet. Da können wir dann später aufs Maul. Kann ich da mal vorbei? Warte doch mal. Ja? Ich habe gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Ja, ja. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Oh. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Aha. Oh, was ist mein... Hey, das einmal ist jetzt gemein. Und du kannst was erleben. Hey, das ist gemein. Warte mal. Hey, das war gemein. Wie oft hab ich euch Pen angegeben? Ja, Entschuldigung. Ich bin schon weg. Okay, nochmal. Hoppala. Ich habe auch die falsche Waffe ausgerüstet gehabt. Mal so am Rande bemerkt. Ups. Upsi. So, also nochmal. Ich überspringe das auch, keine Sorge. Jaja. So. Ja, dann nochmal. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. So, speichern wir das nochmal. Hoffentlich bereue ich das jetzt nicht. Ich stehe weit genug weg. Passt. Langsam. Gequatscht wird viel. Warum hallo. Passiert sowas immer wieder? Kann schon sein, aber wen interessiert noch näher ran? Man darf auch nicht alles hä? Tun. Warum klappt das jetzt nicht mehr? Nicht so viel quatschen. Ja, verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Warte doch mal. Oh, doch, warum? Geht. Fand ich echt gut von dir, dass du... Ja. Das heißt, wir anderen müssen... Ich werde dafür... Okay. Stopp. Der hat genug. Hey. Noch einmal und du kannst was erleben. Wow, das ging aber schnell. Soll ich darauf vielleicht noch warten, ha? Bis ich eine bessere Butlerhose habe? Der haut mich ja einfach so weg. Ich gehe mir eine Butlerhose holen, dann geht's leichter. Okay, überredet.
Boah, langsam. Ja, dann halt nicht. Gottes Willen. So verjausend, das muss nicht sein. So, was haben wir denn hier? Hier ist ein kleiner Teich. Wahrscheinlich so eine Schlammpfütze. Hallo? Gravo. Hey du. Nom nom nom. Wie steht's denn so? Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich's hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Okay. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Aber wie? Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Mhm. Gegen Provision wahrscheinlich. Kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe Ärger. Na, habe ich nicht. Kannst du mir sagen, wer hier zu den einflussreichsten Leuten gehört? Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Mhm. Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Mhm. Okay. Na dann, vielen Dank. Haben wir die Runde fertig? Wenn du meinst. Gut, dann würde ich sagen, wir drehen wieder um. Gehen nochmal zurück zum anderen Tor. Ist das jetzt Mut davon? Graham, hallo. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Ah. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Ah. 50, 30, 40. 50 kostet die teuerste. Eine Skizze. Aha. Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer. Leider fehlt drauf ein großes Gebiet im Südwesten. Karte zur alten Mine. Übersicht altes Lager. Aha. Na, dann hast du aber nicht die richtigen Karten, mein Freund. Servus. Dann hat er jetzt aber nicht unbedingt die richtigen Karten. Ist das jetzt Mut? Na, ein Butler. Puh. Der Mut macht mich nämlich mutlos, verstehst du? Darum will ich den gern ausweichen. Nach Möglichkeit. War doch klar, dass das Ärger ist. So, er hat sein Schwert mit Ornamenten. Yo. Und wir schauen dann mal hier draußen raus, ne? Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Dexter, was ist Sumpfkraut? Ich will mich dem Lager anschließen, ich will Schatten werden. Zeig mir deine Ware. Was ist Sumpfkraut? Was ist Sumpfkraut? Neu hier, was? Ja. Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Okay, ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Ja. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom
kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Okay, hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Wie viel ist für mich drin? Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Ja klar, dann machen wir es halt, ne? Okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt, genau. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Na, gute Nacht. Ja, hier sind die Drohnen. Karte der Kolonie. Großer Teil im Südwesten. Tränke hat er und Pfeile. Okay. Danke. Servus. Gut, dann würde ich auch sagen, der Part wäre zu Ende. Und im nächsten Part schauen wir uns mal da draußen um, würde ich sagen, vor dem großen Tor. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!